Hier stehe ich, ein Knecht, arm und gebrechlich, ein schwacher und verschmähter alter Mann. Noch passt das Bild nicht wirklich zum Gesagten, doch das wird schon bald anders aussehen. Dürfen wir vorstellen? Charlotte Schwab, für diesen Sommer König Lear. In der Bad Hersfelder Inszenierung von Shakespeares gleichnamigem Bühnenklassiker wird sie 2023 eine der großen Männerrollen der Theaterliteratur übernehmen. Am Dienstagvormittag traf sie in der Probenhalle des Theaterfestivals erstmals auf ihre Ensemblekollegen und zeigte beim traditionellen Probenauftakt nicht nur mit welcher darstellerischen Gewalt, sondern auch mit welchem Respekt sie ihrer Aufgabe begegnet. König Lear jetzt ist schon eine große, große, große Herausforderung, auf die ich mich einerseits wahnsinnig freue und andererseits aber natürlich auch mächtig Respekt habe. Ich glaube, ja, das ist so allumfassend, dieser Mensch Lear, ja, vor allem erster Teil, zweiter Teil. Und das alles zu erfassen und zu übersetzen für die Zuschauer, ich hoffe, uns gelingt einfach, dass die Leute zuhören, dass sie dabei bleiben, dass sie es spannend finden, dass sie es unterhaltsam finden. Ja, das wünsche ich mir. Und dass sie rausgehen und auch etwas mitnehmen und vielleicht darüber reden. Für Regisseurin Tina Lanig geht es bei dieser untypischen Besetzung der Hauptrolle aber nicht nur darum, der klassisch männlichen Partie inhaltlich eine neue Dimension zu geben. Ich weiß, dass sie hat das Alter für die Rolle. Ich weiß, sie kann, die hat die Kraft und die Power, diese Rolle zu spielen. Ich finde es einfach gar nicht mehr tragbar, wenn wir jetzt sagen, wir machen aus dem klassischen Kanon Stücke, dass wir die einfach so besetzen, wie sie sind, weil dann gibt es keine Rollen mehr für Frauen jenseits der 50. Doch nicht nur bei ihrer Hauptdarstellerin traf Lanig eine unkonventionelle Entscheidung. Beatrix Doderer, Bettina Hauenschild und Anna Grenzer werden für die Inszenierung sogar eins. Statt eines Narren werden sie als Trio zur Närrin. Darf ich vorstellen, Weiser und Närrin. In ihre gemeinsame Rolle haben sie sich ohne Probleme eingefunden. Es wird spannend sein, aber es ist toll. Also ich liebe das, in ein Körper zu werden, ein Atem. Und ich fand jetzt das erste Erlebnis miteinander war schon inspirierend. Ich finde das so spannend und so aufregend. Und mit den beiden zusammen eins zu sein, es gibt Schöneres. Also es ist ein Geschenk. In den kommenden 6 Wochen bis zur Premiere am 30. Juni werden aber hoffentlich nicht nur diese drei Darstellerinnen eine harmonische Einheit. Der erste Eindruck des Ensembles am Dienstag ist bereits vielversprechend. Und falls es noch nicht ganz rund läuft, gibt es immerhin ein bewährtes Mittel im Theater. Und zwar üben, üben, üben. Osthessen News. Sehen, was bewegt.